Hallo Leute, heute in Elektrotraining in 5 Minuten. Wie kannst du dein hier Balkonkraftwerk, das ist übrigens eine Katze, notstromfähig machen? Weil die meisten haben ja diesen Aufbau hier, wie in meiner Modellanlage, was ich hier so aufbaue. Und zwar, also, zwei PV-Module gehen zusammen hier auf den Wechselrichter und dann zack, 230 Volt rein. Wenn der Strom weg ist und der Wechselrichter hier kein Netz mehr hat, sich drauf zu schalten, dann speist er auch natürlich nicht mehr ein. So, jetzt hier die große Frage, wie kann ich das Ganze notstromfähig machen und welche Komponenten benötige ich dazu? Hier einfach jetzt einfach mal ein Konzeptvideo. Also, das Erste, was ich brauche, was ich austauschen muss, ist dieser Wechselrichter muss ich austauschen. Und zwar gegen einen Inselwechselrichter, der selber ein Netz aufbauen kann. Zum Beispiel sowas hier. Kennt ihr vielleicht vom Kfz-Bereich. Hat hier zwei so Anschlüsse. So, und wenn ich jetzt diese beiden Anschlüsse mit, also Rot auf Rot und Minus auf Minus anschließe, was passiert dann? Dann würde der laufen. Aber wenn jetzt kurz mal die Sonne weggeht, dann hat die PV-Anlage keine Spannung mehr. Spannung hier würde komplett zusammenbrechen. Ebenso ist es auch ein sehr unstabiles Netz. Wenn ich hier Sonne, Spannung weg, Spannung da, ist unschön. Das heißt, ich brauche einen Puffer. Zum Beispiel durch diese Autobatterie. So, und jetzt habe ich hier diese Autobatterie. Und diese Autobatterie, die muss ich jetzt, also diese beiden hier, was ich hier habe, Minus auf Minus, Minus und Plus auf Plus. Dazu muss ich mir im Vorfeld ein sogenanntes Kabel bauen, also ein Adapterkabel hier, dass ich hier einfach einstecken kann, diesen M4C-Stecker, der sehr unschön zu lösen ist, hier einstecken und auf der anderen Seite gehe ich dann direkt hier auf so eine Batterieklemme. Also hier solche Klemmen bräuchte man hier, wo man dann entsprechend hier drauf gehen kann. So, dann habe ich das und dann gehe ich von hier in den Wechselrichter rein. Und dann habe ich hier entsprechend meine 230 Volt. So, jetzt noch eine Sache, die ganz wichtig ist, und zwar hier vom PV-Modul kommen, ja, hier schätzungsweise Leerlaufspannung ist hier bei 22 Volt liegen und hier bei, ja, auch 22 Volt. Oder was sind es? Wartet mal kurz. Das sind hier 18 Volt, glaube ich. 18. VOC 22 Volt. Ne, passt schon. Leerlaufspannung. Ja, Circuit ist 22 Volt, also macht 44 Volt hier. Problem ist, ich habe hier 12 Volt. Und das ist noch ein Problem, das ich lösen muss. Und wie löse ich sowas? Das löse ich mit einem sogenannten Laderegler. Der kann zum Beispiel Eingangsspannungen bis 50 Volt, macht die dann Tiefsetzsteller technisch auf 12 Volt oder 24 Volt. Welches System ich gehen sollte, ob 12 Volt oder 24 Volt, mal einen separaten Video. Und das bedeutet, der regelt euch das runter. Ich blende euch sowas mal ein. Ich habe jetzt gerade keinen hier für diesen für dieses Video. Ich blende es euch mal einfach ein, wie sowas aussieht. Hier seht ihr es. Und dann könnt ihr die Batterie aufladen. Seid immer in Gewähr, dass die nicht überladen ist. Das auch nur zur Information, dann wird die nie überladen. Und dann einfach hier Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdose anstecken. Und ja, dann brauche ich noch ein Adapterstück, irgendein Schuko, wo ich meine Heizung, Notlösung habe. Und dann bin ich hier fertig. Und dann habe ich, ihr könnt es kaum glauben, euer Balkonkraftwerk notstromfähig gemacht und könnt kleine Verbraucher, und je nachdem wie groß eure Balkonanlage ist, da gibt es ja keine Beschränkungen nicht, also da gibt es keine 600 Watt Beschränkung, sondern die könnt ihr so groß machen wie ihr wollt, weil solange nicht einspeist, ist ja alles cool, alles schön. Und ja, also das waren hier die ganzen Komponenten, die ihr benötigt, um euer Balkonkraftwerk notstromfähig zu machen. Bin ich fast ein bisschen außer Atem. Und ja, ich verlinke euch bei dabei die ganzen Komponenten nach unten und jetzt wünsche ich noch einen schönen Tag, macht's gut und schönes Bauen. Bei dabei, wenn ihr mal sagt, okay, hey, bau doch das mal selbst zusammen, schreibt es mal drunter, dann würde ich da ein entsprechendes Video machen. Ich suche mir noch einen Laderegler und dann baue ich hier das mal zusammen, dass ihr das mal richtig sehen könnt, wenn es euch interessiert.
Und jetzt wünsche ich noch einen schönen Tag. Oben könnt ihr noch abonnieren. Hier geht es weiter mit einem weiteren coolen neuen Video. Macht's gut. Tschüss und auf Wiederschauen. Euer Alexander Wöchter-Tennigin. 5 Minuten. Tschüss.